sie es raus und wie Blacky sagt, reift dann beim Kunden insofern, dass es immer nach, also die Fehlermeldungen aus der Beta-Version werden dann erstmal irgendwann abgearbeitet, bis überhaupt dann reagiert wird auf die Fehler, die in der normalen Version drin sind. Das interessiert die aber auch nicht mehr, weil sie zum Release, die Verkäufe, die sie dort tätigen, ist das, was am Ende entweder den Titel deckt oder nicht. Und das merkst du dann an der Laufzeit. Wie lange das Spiel einfach aktiv bleibt. Und das juckt die dann nicht mehr. Das ist dann so. Stimmt. Und dadurch, dass die Communities heute, ne, das ist halt das, was ihr ja gestern auch gesagt habt, die Communities sind ja eigentlich dumm geworden. Sie sind ja nicht mehr so, dass sie erstmal das Grundprinzip dieses Spiels nehmen und sagen, okay, ist meins oder ist nicht meins, sondern sie setzen sich dorthin, spielen das und überlegen sich, was könnte man denn alles verbessern oder verändern. Und da geht es dann meistens schon nicht mehr um Bugs, sondern ich meine, dass Ich du will eigentlich ein erzählen anderes kannst. Spiel haben als das, was ich Genau. eigentlich kriegen sollte. Genauso ist es. Und das Das ist sieht man bei heutzutage die Ethos ja auch Community. ganz toll mit dem, was Hardcore oder nicht Hardcore, dieses oder jenes. Es Richtig. gibt da riesige Diskussionen, weil hier, es gibt ja diesen Real-Life-Timer, der ja sehr umstritten ist auch. Wo ich durchaus verstehen kann, ey, es ist ein umstrittener Real-Life-Timer, der würde vielleicht mehr Sinn machen, wenn das ein In-Game-Timer wäre oder was auch immer. Aber ich habe schon so viele Posts Moin, gesehen, die Kate. darauf eingehen, oh, das Game möchte Hardcore sein, weil es hat ja so einen Permadeath und Real-Life-Timer und hast du nicht gesehen? Ja, aber das ist es nicht. Es will nicht Hardcore sein. Also zumindest versucht es das offensichtlich nicht. Weil nichts in dem Spiel ist wirklich Hardcore. Alles ist schwierig. Es ist nicht jetzt casual, aber es ist kein Hardcore-Game. Es ist nichts, wo du Sonst Ultra-Skill könnte ich es brauchst, ja gar nicht spielen. Also sonst wo würdest du du es hier nicht irgendwie finden. Reaktionen brauchst, wo du irgendwie großartiges Wissen brauchst. Du baust dich auf, du guckst, was du bauen kannst, du baust ein bisschen was und du ballerst ein bisschen mit Pfeilen rum. Und ja, die Ja. Tiere können dich töten, aber wenn du dich halbwegs clever anstellst, dann passiert das nicht. Genau. So, und da wird halt so auf ganz vielen Ebenen und auch an den anderen Stellen immer auf etwas hinausgewollt, was es eigentlich gar nicht ist. Die Leute wollen gerne, dass das Spiel Hardcore ist, weil sie denken, Ja, oh, das ist schwieriger als die drücken einen andere etwas Spiele auf, und was gar nicht ist stimmt. so und Ja. dann wollen sie es Hardcore haben, aber ist halt nicht so. Weil dann spielt es die breite Masse nicht mehr, Ja, weißt du? Das ist braucht es auch nicht sein. Braucht es auch nicht. so und so ist es jetzt so. Also ich empfinde das so, wie du das selber sagst. Ich gehe in das Spiel rein und gucke, was hat mir das Spiel zu bieten. So anfangen zu meckern tue ich persönlich für mich dann, wenn es halt extreme Abstürze gibt. Wenn es halt wirklich extrem scheiße läuft oder wenn ich ständig von einem Vieh getötet werde, was ich gar nicht sehe. So, das sind Dinge, Wenn es Bugs, dich, dich Spiel Glitches. am Spielen hindert. Wenn es dich am Richtig. Spielen hindert, dann ist Genau es so. ein Problem. Ansonsten, alles andere, was wir ja hier auch oftmals diskutieren, auch das mit dem Reparieren und mit den Häusern und mit den Wänden und so, das sind ja auch alles nur so Sachen, wo man sich so sagt, oh, das könnte noch ein bisschen cooler sein. Da gibt es bestimmt coole Lösungen für. Und auch wenn man geile Ideen hat, vielleicht im Kopf, so, so und so könnte es geil funktionieren. Aber das ist halt alles so ein. Einfach nur Ideen, die man in den Raum wirft. Das ist ja nichts, wo man rummeckert. Aber wenn ich so sehe im Foren. Da gibt's halt Leute, auch beide Seiten, ne? Wie mit den Hardcore. Es gibt Leute, die meckern rum, weil sie Hardcore haben wollen. Auf der anderen Seite meckern sie rum, weil ja alles wieder abgerissen wird und sie am liebsten alles behalten wollen, weil es ihnen zu Richtig. schwer ist. Genau. So, und es ist, ja, Und wo kannst du ist denn, niemandem recht machen. wenn du dir das überlegst, ich weiß, jetzt das Thema hatte ich jetzt letztens auch irgendwo gehört, dass die Leute sich beschwert haben, dass bei jeder Mission man neu bauen muss. Da habe ich mich dann gefragt, Ich finde das cool. was hätte das für einen Sinn, wenn ich die erste Mission baue? Und in der ersten Mission gucke ich mir, so wie ich es gemacht habe, das Spiel an, bis ich Level 17 bin. Dann bin ich ja eigentlich vom Skilltree schon viel zu weit vorne, als das. Die Stufen, die die Mission mit sich bringen, ja, das hätte, dieses Gleichgewicht ist ja gar nicht mehr da. Wenn ich dann ins nächste Level gehe und habe dann schon das Haus, habe schon alles, ist doch Schwachsinn. Dann hat doch das Spiel nicht mehr den Sinn. Die sagen dir ja eigentlich ganz klar, wie du das gestern, glaube ich, so schön erklärt hast, dass es war ein Versuch, einen neuen Planeten zu schaffen. Das Ding ist in die Hose gegangen, hat eine andere Atmosphäre oder vergiftete Atmosphäre. Genetisch haben sich die Tiere angepasst und der Mensch muss halt eben diese Oxidsteine fressen und oder eben verarbeiten. Das So und Erz schlucken, ja. ja Ja. genau, so es ist aber letztendlich ja so, du kommst auf diese in deine Mission und musst erstmal deinen Standard regeln, damit du überhaupt überleben kannst. Ja, Und das bei das jeder ist. Mission. Und Ich habe es halt das finde einfach ich gut. so verglichen wie Warcraft oder wie Starcraft. Komm mal in den Conquer. Immer eine kleine Basis bauen und dann greifst du an.
oder genau machst so Missionen. Ist es. Es ist halt einfach so vom Prinzip her kein von oben, kein, so ein, sieht man nicht von oben, sondern es ist halt First Person, fertig. Also ja. Man muss nur ein bisschen umdenken oder das Vergleiche mit etwas. Nicht so stupide dann da hingehen und sagen, oh, ich muss neu aufbauen, weil es in jedem anderen Spiel auch so ist. Sei doch froh, dass es nicht so ist, sonst brauchst du das Spiel gar nicht spielen. Deswegen gefällt es mir genau. Ja. Wenn ich nur Sandbox spielen muss oder sowas, will ich das nicht. Dann spiele ich zwei, drei Tage, baue bis der Rang 4, baue jedes Item einmal, dann habe ich es da stehen, gucke ein bisschen in der Gegend rum, das war's dann. Und dann läufst du jedes Mal mit deinem OP-Bogen einmal rüber und genau, legst ein Item ab und läufst wieder zurück und schießt dabei einmal irgendwo einen Bären ab, so. Genau, mit deinem OP-Bogen und deiner genau. Fettenarme. Und da ist ja kein Spaß. Hast du vielleicht ein, zwei Minuten Spaß und das war's dann. Aber so, wenn du immer wieder neu aufbauen musst, habe ich auch gestern gesagt, bei ARK ist es so, dass ich mehrere Karten hatte oder Maps und dann ist es, der Anfang ist immer das Geilste. Natürlich ist es lästig, wenn das zu oft ist, aber wenn es missionsbedingt ist, du musst ja nicht immer bis zur Atomrakete bauen. Wenn eine Mission heißt, gehe hin, scanne was, dann gehst du und scannst was. Dann baust du dir ein bisschen einen Bogen und fertig. Das richtig. Das tut ja auch das ganze Spiel so ein bisschen, keine Ahnung, individualisieren. Das verändert das Ganze. Also entweder du baust ein bisschen, du baust mehr, du baust ganz viel oder du baust gar nichts. Du kannst es ja auf verschiedene Art und Weisen spielen. Wenn du das Spiel so im Sandbox-Modus hast, dann hast du nur eine Möglichkeit, weil du hast ja dann kein Ziel. Also, richtig. Was ist denn dein Ziel? Gut, bei ARK oder bei Valheim vielleicht Bosse, du ist einfach nur bauen, aber bauen kannst du halt auch in Sims. Mhm. Weiß ich nicht, dann brauche ich das Spiel nicht spielen, wenn ich nur bauen will. Überleg dir doch am Ende mal, und das sollte man nicht vergessen, was hat das Grundspiel gekostet? Und was hat es den Menschen, also finde ich zumindest, ich sehe das in so vielen Streams, ich sehe es bei euch, was man an Spaß hat, wie viel Beschäftigung und auch eben auch ich zu analysieren. Ich habe schon 100 Stunden da drin versunken. Also so, 100 Stunden mal, sind da drin. Bezahlt. Ja, das ist halt nichts im Vergleich dazu. So, und das ist das, was ich zum Beispiel finde, dass die Leute das zum Beispiel vergessen haben, finde ich ganz, ganz traurig. Weil wenn ich mir ein Battlefield kaufe, was 60 Euro kostet, und ich nach zwei Tagen die Schnauze voll habe, weil es verbuggt und verloddert ist, dann kann ich mich da so extrem drüber ärgern. Aber wenn ich 24 Euro bezahle, ich habe so wie du 100 Stunden in dem Spiel verbracht, hatte Spaß, es hat mich unterhalten und vielleicht habe ich mich auch darüber geärgert. Aber nach 100 Stunden, finde ich, ist 24 Euro schon lange gerechtfertigt. Und wenn es dann, so wie die das machen, guck mal, sie haben sich entschuldigt zum Beispiel dafür, ob das jetzt das hast du ja letztens auch, glaube ich, ganz, das war es sogar du, der das gesagt hat mit dieser Übersetzung, dass das schon blöd ist, dass er steht, 70% oder 77%. Und da kann man sich nicht entschuldigen, hätte vorher fertig sein müssen. Aber der Entwickler setzt sich hin und sagt, es tut uns leid, dass die Übersetzungen noch nicht durch sind. Wir werden das definitiv schnellstmöglich nachreichen. Welche Hersteller macht das noch für bei einem Preis von dem Spiel? Mhm. Ja, aber von uns hier, Moment, die anwesend sind. Ich muss was dazu sagen. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, was wir vorher gesagt haben, wegen Finalversion. Ist es ja nicht. Und Release geht nicht mit 76%, egal welche Sprache. Aber Gex, meinst du nicht, dass und die Leute... Und mit dem Battlefield ist ja klar, dass das ist halt Katastrophe. Das ist da 60 Euro, dann ist es... Die Spieler wollen kein Early Access mehr hören. Jetzt guck dir mal an. Aber genau, hat sich ja halt zumindest getraut, das Spiel aus dem Early Access rauszugehen, hat schon Eier gezeigt. Im Vergleich zu Battlefield ist nie im Early Access gewesen und ist extrem kaputt gewesen. Und unspielbar das Spiel. Und auch Rockstar, GTA, Define Müll da. Ist aber so, unspielbar. Also die haben keine Eier, die Quad-Titel, dass sie reingehen in Early Access. Wieso? Müssten sie ja nicht, die haben ja genug Geld. Genauso ist aber es. Aber die Entwickler machen das und jetzt haben sie halt gesehen, die haben es einfach den Zeitpunkt genutzt, was ich auch gut finde. Es ist Winter, die Leute sind zu Hause, die müssen jetzt wieder mit einigen haben Lockdown und so ein Schmarrn. Und es ist der beste Zeitpunkt. Ich meine, ich finde, die haben eigentlich nichts falsch gemacht. Ich feiere das Spiel, es gefällt mir halt über 100 Stunden. Das wollte ich ja auch gerade sagen. Muss man überhaupt ein Spiel finden, das einen so lange hält? Ich bin schon bei 130 Stunden, habe ich gerade gesehen. Von den Leuten, die hier diskutieren, das sieht man daran, wie viel wir spielen. 180, ist ja 40. Keiner dabei, der sagt, das Spiel ist schlecht. Es ist super, sonst würden wir nicht darüber reden. Wenn es scheiße wäre, halt wir hätten die letzten Tage haben wir so reingesuchtet. Ja. Das würden wir ja nicht machen bei einem Spiel, wo wir sagen, oh, ist aber, nee. Schon wieder 10 Stunden mit Gex Icarus spielen. Dieses Drecksgame. Richtig. Mhm. Und das ist nämlich, das ist dieses Faszinierende. Wie gesagt, ey, 24 Euro. Guck mal, Zero hat 130 Stunden verbracht. ihr habt, und was ich, und das werde ich auch immer so kundtun, was ich an diesem Spiel Tatsache so faszinierend finde, ist, dass sie überhaupt bei dem Preis
bei der Art und Weise, wie das Spiel aufgebaut ist, es geschafft haben, zum Beispiel so ein geniales Statik- und Schadensmodell auf den Spielemarkt zu bringen. Denn in welchem Spiel hast du das so ausgeprägt, dass du auf bestimmte Dinge achten kannst, musst, sollst? Und das sieht dabei auch noch richtig geil aus und macht Spaß. Das ja, Das Wettermodell war eins der ersten Sachen, die mich fasziniert hat. Richtig. Ich habe hier gesessen bei meiner 7.1-Anlage. Ich habe gedacht, mir fliegt der Schädel weg beim ersten Gewittersturm. Ich denke, Alter, boah, wie geil ist das denn? Das ist heftig, gell? Und dann das Knatschen und so. Und alles. Richtig. Das Glas. Ja, das Glas. Ich werde Gewächshaus nicht nochmal bauen. Weil es bringt nichts aktuell im Game. Aber ja, die Optik, wie das kaputt gegangen ist. Das Glas lag sogar auf dem Boden, unten auf den Beeten. Die Splitter und sowas. Also, da muss ich auch sagen, Hut ab. Das ist 10 von 10. Fehlt nur noch, dass wenn du durchläufst, dass du Schaden kriegst, weil du Schnittwunden hast. Spiel auch total geil ist, achtet mal, oder habt ihr selber auch schon erlebt, wenn ein Wolf auf euch zustürmt und ihr ballert dem in die Birne, dass wenn der im Lauf falsch getroffen wird, dass der sich überschlägt und an euch vorbeifliegt. In welchem Spiel hast du eine KI, die sich so realitätsnah schon bewegt? Ich finde das immer cool, auch so wenn schön, die 5 Meter vor ihm abgeschossen werden und die dann vor den Füßen landen und liegen, genau, dann, und nicht schütteln kann. Oder der Bär, wenn er dich ins Koma gekloppt hat und er baut sich vor dir auf und steht dann nochmal und brüllt nochmal eine Runde. Alter, ist doch, also atmosphäretechnisch ist das Spiel doch unübertrefflich. Ja, Valheim, muss ich sagen, ist auch krass, was die hier haben, aber ich würde mal behaupten, schon alleine wegen der Grafik, was für Grafik ist einfach so ein Riesenthema. Ja, aber das kannst du nicht vergleichen. Hinter Valheim steckte ein einziger Entwickler. Ist Valheim keine gute Grafik oder was? Ich kenne es nicht so. Nicht so mega. Nee, nicht, ist Comic-Grafik. Was für Engine hängt aber wirklich damit zusammen. Was für Engine ist das? Irgendeine Dings da? So wie Forest oder Seven Days? Die gleiche? Nee, das ist irgendwas Primitiveres. Es ist sehr comic-lastig, also sehr, sagen wir es mal, die Grafik ist schon schwach. Es ist aber auf jeden Fall. Gameplay ist geil. Genau, und man muss aber beachten, es ist auch eine Engine-Gex. Du kannst ja dort komplett terraformen. Du kannst ja eine Höhle bauen, alles, wenn du da Bock drauf hast. Weißt du, ist das halt eine Voxel-Engine zum Bauen in der Höhle? In der Erde? Du kannst da alles umgraben und weggraben. Ja. Und, ich verlaufe mich, da haben Seven Days verlaufe ich. Ich wusste nicht mehr, wo oben unten ist. Die Physik passt aber auch. Wenn du zu tief gräbst, kommt Grundwasser hoch. Kommt von oben runter. Und sowas. Aber man muss dazu sagen, was ich eigentlich meinte, Zero, du kannst die zwei Spiele nicht vergleichen. Hinter dem hier steckt ein riesen Finanzbudget und ein riesen Studio. Jetzt habe ich einen Namen. Valheim hat, glaube ich, ein oder zwei Leute waren das, die das Spiel entwickelt haben, anfangs. Ja, nee, Jackie hat das geschrieben hier, weil es war vorhin die Aussage wegen, welches Spiel hat sowas schon mit dieser ganzen Physik und Co. und hast du nicht gesehen und so, geil alles. Und aber dann bist du genau bei dem Problem, ne? Das, was wir vorhin gesagt haben. Die Leute, du redest von Icarus und die Leute sagen Valheim. Wo du es sind zwei verschiedene Spiele. Wie Fuffi sagt, zwei verschiedene Publisher, ganz andere Finanzen dahinter und jeder, glaube ich, von beiden zielt auf eine ganz andere Richtung ab, aber die Leute vergleichen und das darf eigentlich nicht sein. Was du gerade guckst, ist aber nicht Valheim, ne? Das ist ja dann wie dieses... Wo deine Maus drüber ist. Oder ist das Valheim mit... Doch, mit Valheim Touch. Nee, mit Valheim Touch. Ja, ja. Das ist ein anderes Game. Du musst oben drüber, Valheim 21 oder so. Da das ist nur ein Spiel mit Valheim Touch. Achso, ich hatte mir aufgeschrieben hier Lands Island Survival Spiel und Breakwater Survival Spiel. Das ist auch so Comic-Grafik, deswegen. Ich hatte mir noch das Spiel aufgeschrieben zum Testen hier. Ich muss sagen, deswegen bewundere ich Valheim wirklich. Was der mit seinen Finanzmitteln oder die zwei Dudes, die das anfangs angefangen haben, was die geschaffen haben damit. Und ich stehe auch auf die Grafik. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt sie. Ich spiele zwischen ich auch gut. Heftig, oder? So viele positive Rezensionen hier. Ja, das Spiel ist so bombisch angekommen bei den Leuten. Und ich bin derselben Meinung. Probieren wir das auch mal. Ich habe ja das vor, irgendwann viele anderen auch. Ich kehre gerne mal. Ich liebe es ab und zu mal in diese Retro-Grafik zurückzukehren. Ist das Wikingerzeit? Oder wie ist das? Das ist Wikingerzeit, ja.
Das Valheim spielt im Wikinger. Du bist ein Wikinger. Also. Okay. Es gibt so ein bisschen, wie du dort siehst, ein bisschen Mystik und Magie gibt's. Also Magie gibt's auch? Portale. Naja, so. Oder ich würde es nicht Magie nennen, aber es gibt Portale, mit denen du dich, wo du dein Farmgebiet zum Beispiel mit deiner Base verknüpfen kannst. Ja, haben wir schon mitbekommen. Super. Ja, genau. Super. Ist geil. Wäre nicht schlecht, irgendwas zu kriegen bei Icarus, was du auch kannst. Das ist doch weite Laufwege sind. Aber jetzt, ich verstehe das in Sandbox, wenn du nur 2x2 hast, wozu brauchst du Portale? Wo willst du dich importen für den ersten, zweiten? So 4 Meter? Ja, aber wenn du das siehst dort, das hat er alles selber gebaut. Ne? Den Graben hat er selber ausgehoben. Du kannst dort das mit Terraforming. Das meine ich. Ja, Voxel halt, Voxel Engine, ja. Und ich fand das so fantastisch. Valheim hat mich so gebürnt, wo ich das erste Mal gespielt habe. Ist die Map fest oder ist die random generiert, wie bei Minecraft oder so? Und die Map ist riesengroß. Kann man eine random Map machen? Geht das? Die ist immer random generiert. Immer. Sehr geil. Sehr geil. Ist immer ein bisschen was anderes. Und halt, wie gesagt, riesengroß. Was heißt da Dungeon? Guck dir die Map an. Der scrollt gerade raus. Die Map ist so unglaublich. Generiert sich die immer weiter, je weiter du gehst, oder gibt es ein Ende? Es gibt ein Ende. Es ist keine Endlos-Map. Okay. Geil, ja. Hab schon gesehen, der Chat findet das auch geil. Der schon mal Blacky feiert das auch. Surfler findet es auch gut. Viele feiern das, okay? Ich habe auf Steam noch kaum ein Spiel gefunden, was so eine Rezession hat wie Valheim. Kannst ja gucken. Kürzlich und auf lange Sicht beides ausgezeichnet. Das hat so gut wie keine Negativkritiken. Okay. Also, mein Lieblingsspiel, was so das Bauen angeht, ist eigentlich immer 7 Days gewesen. Also, fand ich super geil. 7 Days sagt mir gar nicht zu, da ich irgendwie, weiß ich nicht, 7 Days. Ich fand das unter gern mit dem Bausystem. Die Grafik und so. Oder irgendwie, irgendwas mag ich daran nicht. Wie heißt denn jetzt nochmal diese Engine? Die heißt auch bei Forest, bei 7 Days, ist immer die gleiche Engine, was sie nutzen, diese Voxel Engine. Wie heißt die denn? Also die. Die ist immer das gleiche, was sie nutzen. Nutzen alle das ist die gleiche Engine. Nur Minecraft hat eine andere. Kann man ja mal googeln, Valheim Engine. Ja, nochmal. Ich bin gerade dabei. Unique Engine, glaube ich, heißt so. Unity, ja genau, Unity, genau das ist die. Also ist die meistgenutzte Engine bei Survival-Spielen oder sowas. Genau, Unity. Die entwickeln auch geil weiter. Ne? Genau. Deswegen dachte ich, dass vielleicht Valheim auch sowas ist. Aber das ist keine Comic-Engine. So wie hier. Irgendwann testen wir das. Ich will jetzt nicht 10 Survival-Spiele hintereinander machen. Nee. Sondern ein bisschen Pause. Jetzt Survival, dann wieder ein bisschen Weltraum, dann wieder ein bisschen Shooter, dann wieder ein bisschen Strategiespiel, irgendwie war und dann hab irgendwann wieder. Hab ich ja gestern schon gesagt, das ist nur was du auf deiner Agenda dir durchaus nochmal merken solltest. Und das kannst du halt auch gut mit der Community spielen. Was ist denn das? Weil du Server machen kannst. Das Goblin ist so was. Jetzt. Wenn du dir jetzt anguckst, wenn ich mir das Spiel angucke, bin ich ganz ehrlich, mir macht das grafisch gar nichts, mir gefällt es überhaupt nicht, aber ich würde es mir aus Prinzip einfach mal angucken, einfach um es mal erlebt zu haben. Würde dann aber mich da Tatsache nicht hinsetzen und sagen, das wäre besser, das wird mir gar nicht gefallen. Einfach aber das Spiel ist ja so das hinnehmen, Ding, wie es du ist kannst und fertig. Ja aussuchen, was du haben willst, ne? Das ist ja das Geile. Das genau. So viele geile Spiele, aber... Die Leute versuchen halt dann, ja, einige Leute sind halt dann dabei, die mögen die Grafik dann nicht, wie du schon sagst, aber meckern dann rum, warum hat das so eine Grafik? Richtig. deswegen sage ich ja, die Communities sind heutzutage total bescheuert. Wenn mir ein Spiel grafisch nicht gefällt und ich es trotzdem anspiele, aus welchen Gründen auch immer, dann nehme ich das hin, so wie es ist. So, und ansonsten suche ich mir Spiele dementsprechend, wo ich Bock drauf habe. Ich spiele zum Beispiel World of Tanks. Wo, klar, hast du immer mal so, ne, wo du dann auch denkst, so, oh, na, der Panzer könnte da ein bisschen mehr oder so, aber ich nehme es hin, so wie es ist und spiele es einfach. Und das mache ich bei Icarus nicht anders. So, ich gucke mir das an und ich spiele es nicht so wie ihr, kann ich gar nicht, weil ich alleine bin. Ne, weil sonst, wenn ich spiele, ich spiele mal so 2-3 Stunden zwischendurch,
Das hilft halt nicht, wenn du da mit vielen durchgehst und immer abhauen musst. Ich spiele so, wie ich das kann und nehme es aber auch so hin. Das Einzige, was mich stört, ist Tatsache, da bin ich ehrlich, die Performance, weil ich finde, bei einer 2070 auf DirectX 11 gerade mal 60 FPS und das sogar noch schwankend ist. Hey Raptor, moin. Wobei ich sagen muss, also ich habe jetzt in letzter Zeit... Machen wir nebenbei beim Quatschen dann nochmal? Könnten nochmal was machen. Ich bin auch gleich weg, ich lasse euch schnell wieder in Ruhe. Nö, nee, wir quatschen doch eh immer nebenbei. Aber man kann ja nebenbei ein bisschen Holz hacken oder so. Ich mampfe gerade. Guten Hunger. Achso, gut. Ich habe in letzter Zeit echt gute Performance. Also ich habe kaum Lags. Also ich habe auch gute Performance. Ich weiß nicht warum. Nur Server-Lags. Also wenn quasi der Host irgendwie Lags hat, dann laggt das halt bei mir auch mal. Aber ein, was wichtig ist, hat, läuft das echt flüssig. Hat Neo gesagt. Das ist mir gestern nicht eingefallen. Ich habe tatsächlich auch auf DirectX 11 runtergewechselt. Na, da habe ich dann auch gemacht irgendwann. Also dann hieß es, ich habe das gleich auf DirectX 11 gestartet, weil sie schon gesagt hatten, dass 12 nicht optimiert ist, beziehungsweise ja, also ist auf 11 basiert quasi. Aber das auch, ich habe auch keine Performance-Einbrüche in dem Haus gestern gehabt oder so. Ich schon. Also krass. Also am Anfang, die ersten Tage des Spiels, habe ich gespielt, immer wieder 2 Sekunden lief, lag, 2 Sekunden lief, dann geleckt. Immer wieder, die ganze Zeit so, es war ekelhaft. Ich hatte auch auf 12 gespielt, hatte auf 11 gestellt, da war dieses Flackern da die ganze Zeit, dann habe ich wieder auf 12 gestellt, weil das Flackern mich genervt, aber das Flackern war dann auch bei 12 da. Dann dachte ich, genau, mir im Arsch, dann mache ich wieder 11. Richtig. Wenn du nämlich dieses Raytracing anmachst, wo sie gesagt haben, Schattenflimmern ist weg, das geht nämlich gar nicht weg, außer was du hast, was ich zum Beispiel habe, ist, dass die Grafik dann Tatsache stottert. Merkwürdigerweise, es stottert richtig, obwohl ich habe 50 FPS, aber es stottert und ruckelt ganz merkwürdig. Und das habe ich bei 11 nicht. Ich meine, gut, 60 FPS ist okay für das Game, aber du hast halt wirklich, wenn du merkst, es kommt nochmal ein Unwetter runter und du guckst vielleicht gerade aufs Wasser mit der Option, noch ein paar Bäume zu sehen, na, dann geht es halt runter auf 40. Weiß ich nicht, ob ein aktueller Titel bei solchen Grafikkarten so niedrig angesiedelt sein sollte, weiß ich nicht. Das ist so das Einzige, was mich stört. Ja, vor allem, ich denke dann immer noch so weit, du hast eine 2070. Viele haben die nicht mal. Du, ich habe die auch nur genau aus dem Grund. Ich habe für das Ding 800 Euro hingelegt. Quatsch, 800. Ich habe 600 Euro für die Karte bezahlt. Ach du Scheiße. Ja, das andere war nicht zu kriegen. Du hast denn? Ja die ganzen... vor anderthalb Monaten. Du hast hier kaum eine 30, 60 oder irgendwas gekriegt und wenn, dann hast du ja Preise bezahlt, die will ja kein Mensch haben. Hm? Nicht ins Discord irgendwo ein YouTube-Video klatschen? Mhm. Guck dir mal die Preise an. Guck mal, jetzt kostet die 30, 60 kostet 800. Das ist eigentlich die kleinste Spielekarte, die Nvidia rausgibt. Und die kostet 800 Euro. Vorher hast du für eine kleine Karte, was hast du bezahlt? 300 Euro. Keine Ahnung. Mach halt, wohin du es tun sollst. Ich hab's mal in Allgemeines reingeschoben. Genau, da ist ein Video drin. Wenn ihr wegen Performance, könnt ihr das mal angucken. Ist vielleicht auch für andere Games interessant. Ein paar Sachen, die da drin sind, weil das generell auch PC-Settings sind. Keine Ahnung, ob da jetzt alles gut bei ist, aber ich habe ein paar Sachen davon eingestellt und seitdem läuft es deutlich flüssiger bei mir. Ja, ich mir nachher mal gönnen. Bin gestern schon schockiert gewesen, weil die gestern ja nur die Grafikkartenindustrie wieder bestätigt hat, dass sie eine Entspannung des Marktes nicht vor 2024 erwartet wird. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob dem wirklich so ist. Also ja, die Preise werden hoch bleiben, aber ich glaube, die haben genug. Vielleicht. Also vielleicht haben sie genug. Und sagen es nur, um nochmal Preise hochzudrücken. Nee, diesmal genau, das, richtig. Da gehe ich genau das meine ich auch. Das ist nämlich einfach nur, die haben gemerkt, dass die Spieler so blöd sind. Anstatt 300 Euro zahlen die auch 700 Euro für so eine kleine Karte. Und deswegen lassen die das so. Mehr ist das nicht. Das habe ich auch immer gesagt. Wenn du ein Händler bist oder Verkäufer bist, ein Hersteller, verkauf das Ding für 100 Euro oder für 1000 Euro. Du wirst immer für 1000 verkaufen.
Und dann, wenn es irgendeinen Deppen gibt, der auch 10.000 zahlt, dann tust du das nie wieder billig rausbringen. Oder billig, richtig. Nie wieder. Warum? Es ist, siehst gibt du immer doch, die Leute zahlen 2.000 Euro für eine Grafikkarte. Ja. Wenn du dir überlegst, vor 3 Jahren hast du für 2.000 Euro einen richtig guten Rechner gekriegt, der wirklich 5-6 Jahre gehalten hat. Das kannst du vergessen. Das wird nie wieder so werden. Also ich sag mal so, vielleicht ist es auch, also wird wahrscheinlich auch irgendwo knapp alles sein, aber sagen wir mal so, wenn es jetzt nicht mehr knapp wäre, würden sie es trotzdem so sagen, wie sie es jetzt gesagt haben. Genau, ja. Ist auch so. Ist einfach nur Verkaufsstrategie. Wäre ja auch schön dumm zu sagen, hey Leute, ab nächstes Jahr haben wir wieder Unmengen Grafikkarten, die Preise sinken. Ich denke mal, die Ausrede können sie auch aus dem Grund nicht mehr lange benutzen. Weil der weltgrößte Chiphersteller der Welt, der baut ja jetzt eine zusätzliche große Fabrik, die in 1,5 Jahren fertig sein soll. Und damit können sie ihre Produktion verdoppeln. Und ja, dann denke ich mal, zieh die Ausrede, es gibt zu wenig Chips nicht mehr. Das ist sowieso alles Käse. Wo hast du denn den Link reingehauen? Ich finde den gar nicht. Wo allgemein? Allgemeines. Hab ich den reingetan. Ach, allgemeines. Also kann sie mit 300 Euro Gewinn verkaufen hier. Ja, ja, mittlerweile ist echt so. Ich hatte letztens ein Angebot, dass die 2070 Super wollte mir jemand tatsächlich für 800 Euro abkaufen. Ich sage, wieso, warum? Ja, er will eine Karte haben und günstiger geht's nicht. Okay. Zu der Zeit waren halt diese 3060 nicht verfügbar. Und die ganzen alten Karten, ja gut, du kannst, wenn du selbst bei eBay Kleinanzeigen mal so witzhalber reinguckst, zahlst du, glaube ich, für eine 1080 Non-TI, zahlst du auch noch 350 bis 400 Euro. Und die Dinger sind ja nun wirklich schon, ne, 2 Generationen zurück. Ich habe die richtig günstig gekriegt noch damals. Müsste ich hier auch verkaufen, alle... mir noch eine schlechte Grafikkarte holen, einfach nur damit ich Geld habe. Ja. Und sie sind alle so. Nicht viel schwächer als die Karten eigentlich. Hm? Also bis zur 3080 sind alle Karten nicht viel stärker eigentlich. Ab der 3080 geht es erstmal los, würde ich sagen. Mhm. Ja, ah ja, das ist so lange okay. Mit echt schlechten Grafikkarten gezockt. Ich meine, man kann natürlich dann nicht auf höchster Qualität zocken. Man hat vielleicht auch irgendwo mal nicht die vollen Mega-FPS, aber ich bin jemand, ich habe echt überhaupt kein Problem, wenn es ein bisschen weniger FPS sind. Mein einziges Problem ist, wenn es ruckelt. Das hast du eigentlich nicht, wenn die Grafikkarte nicht hindert, sondern eher, wenn die CPU oder irgendwas bottleneckt. Ja gut, oder du natürlich unter 40 FPS rutscht, na, dann ist es dieser Mythos, 30 FPS reichen für ruckelfrei, ist ja nun absoluter Schwachsinn. Ja, aber das ist dann... so, auch wenn es, sag ich mal, weniger FPS sind, wenn es jetzt 30 wären, wenn das consistent ist, ja, dann... Gut. Kommt drauf an, was du spielst, das ist richtig. Dann, ja, mir gut, wird aber trotzdem glaub, schlecht werden, ne, mit 30 Frames. Alle Spiele sind damit natürlich ein bisschen schwierig, aber jetzt hier so das Survival-Game... Das würde noch gehen, ja. Das denke ich mal. Gut, das funktioniert ja bei WoW auch. Wenn du WoW mit 30 FPS spielst, das ist okay. Spiel mal Counter-Strike mit 30 genau. FPS, dann hast du gar keinen Bock drauf. Aber solche Games, da kann ich auch mit alten Grafikkarten und auf schlechterer Qualität spielen. Und wenn ich schraube ich nochmal die Qualität ein bisschen runter und habe dann halt meine 50, 60 FPS. Wichtig ist mir nur, dass es ruckelfrei läuft. Das ist alles. So, du wirst lachen. Ich habe bis jetzt, wo ich mir die Grafikkarte geholt habe, vor 1,5 Monaten habe ich gespielt mit einer GTX 770. Und es ist GTA 5, habe ich im RP gespielt, das ging noch. Ich konnte Counter-Strike easy spielen und WoW sowieso. Also hat es mich nicht gejuckt. Aber jetzt kam dann halt wirklich dieser Zeitpunkt, wo die Karte einfach, Tatsache, das war nicht mehr, es war nicht mehr spielbar. Ne, ja. So, wenn du dann Anno oder so, dann hast du selbst da gemerkt, oh Gott, da fehlt der Grafikspeicher, Auslagungsdatei reicht nicht und keine Ahnung, ich hatte mir dann erst eine neue Tastatur und eine Maus gekauft. Also ich könnte das Spiel auch nicht mit 30 Frames spielen, wird mir schlecht werden, kommt mein altes Game-Sickness wieder hier, Chat, das ist Katastrophe, also 60 Frames müssen schon sein, das merke ich auch direkt, wenn man die Maus bewegt, fühlt sich bei 30 Frames das auch viel langsamer an als bei 60. Ich habe eigentlich bei 30 Frames mehr Mausweg als bei 60. Keine Ahnung, was Einbildung ist, aber irgendwie ist es bei mir so. Und es ist halt, wenn das Bild so nachzieht,
und so verschwommen an den Kanten und an den Ecken ist, dann wird mir einfach übel. Was ja normalerweise nicht grafikintensiv ist, aber Anno ist halt echt heftig. Naja, guck dir an, was dann teilweise auch, aber trotzdem bei einer anderen Grafik, was an Massen für Pixel da gezeigt werden müssen, mhm. ne? Anno ist aber auch ein schönes Spiel. Finde ich auch, also. Und wenn du das nicht mehr spielen kannst und wenn du da Bock drauf hast, dann wird es Zeit für eine neue Karte. Anno. Mhm. 1800 ist halt ein mega gutes Game. Wenn man auf Strategiespiele steht, ist das einfach nur zu empfehlen. Habe ich nur am Release-Tag gespielt und einen Tag danach dann nicht mehr. Irgendwie. War auch schon geil, aber mir ging es da nicht gut. Ja, muss dann halt kicken, dann ist halt... Hab mich gekickt, aber meine körperliche Verfassung war zu schlecht. Und dann, ah, okay, ja gut, das ist schade. Und dann, und einen Monat später habe ich dann einfach sein lassen. Also irgendwie, wenn das dann, hat es einfach einen Reiz verloren dann irgendwann. Bei mir oft so, ich fange an und finde es voll geil. Und wenn es mir dann nicht gut geht und ich es dann einfach so stehen lassen muss, einen Monat später fasse ich es irgendwie nicht mehr an. Das ist irgendwie verflogen, das Ganze. Weiß nicht. Ich glaube, das ist halb weg. Ja, du, wollte ich gerade sagen, du hypst es und dann fällt es einfach unterm Tisch, dann kommt was Neues und dann ist es weg. Ich hatte das jetzt mit Anno mit dem neuesten Patch auch, ich hab den, wo die Hochhäuser rausgekommen sind, habe ich nochmal angefangen. Und dann ist das aber auch ein bisschen runtergefallen, weil dann Freunde keine Zeit haben und alleine hatte ich nicht so wirklich Bock drauf. Und jetzt lief das schon ewig nicht mehr, weil einfach, ja, wir nicht nochmal angefangen haben, weil es einfach ja die Zeit rum war und dann macht man es nicht nochmal. Es wird gewartet, bis der nächste Patch, große Patch kommt, wo was Geiles kommt und dann vielleicht wieder. Wobei, da kam ja vor ein paar Tagen das neue Szenario raus. Das Umweltszenario. Ich war gerade am überlegen, was Gags da anhat. Da hat das Video an, was du gepostet hast. Ich hab's einfach mal ohne Ton. Muss man bestimmt Thomas da erklärt haben, dann schauen, was er so macht. Also der stellt die ganzen Sachen Windows ein. So ein bisschen auf Game Mode und sowas. Pure Sachen deaktivieren, das ist okay, sollte man auch machen. Aber dass das Spiel halt so empfindlich ist, dass es notwendig ist, ist halt auch wild. Ja, aber das liegt aber auch wiederum daran, das war das, was mich den Tag, ich weiß nicht, wer das war hier im Discord, wo ihr diese Community, also diese generell über das Spiel, Community, Publisher und so gesprochen habt. Das war das, was mich so gestört hat, was der gesagt hat. Er sagt halt generell, ist halt eigentlich am Kritisieren. Man darf aber echt nicht außer Acht lassen, dass die... Ich glaube, es war gar nicht kritisiert, es war einfach nur so die Meinung sagen, wo man in dem Augenblick so empfindet oder fühlt. Also kritisieren... Ja, aber wenn man dann nicht offen ist für oder eben nicht weitsichtig genug, finde ich das schwierig. Weil du hast ja nicht nur den Spielehersteller, der reinkackt, sondern du hast nun mal auch die Treiberhersteller bzw. die Hardwarehersteller, die reinkacken. Oder manchmal reicht dir ein Windows-Update. Ich kenne es von Counter-Strike. Du hast manchmal ein Windows-Update und danach ist das Spiel nicht mehr spielbar gewesen. Ja, aber weißt man du? Vergleicht das Ganze auch ein bisschen mit vor ein paar Jahren oder wie es früher war. Weißt du? Das ist ja, aber du natürlich hast es doch heute nicht anders. Wenn Nvidia teilweise eine optimierte Treiberversion für Battlefield rausbringt, heißt das nicht zwangsläufig, dass es bei Icarus dann besser läuft? Das kann dir sogar daneben scheißen. Nee, das natürlich nicht, klar. So, weißt du, weil du sagst, weil die so empfindlich, das muss ja nicht mal an dem Spiel liegen. Das kann ja sein, dass Nvidia an ihrem Interface, was die Qualitätseinstellung betrifft, irgendwas rumgefuscht haben und das sich nicht mehr deckt mit dem Spiel. Also deswegen war ja zum Glück, ein paar Tage bevor das Spiel rauskam, gab es ja extra für Icarus eine Nvidia-Treiber-Version-Update. Also es ist schon gut, es ist einfach gut, das Spiel. Also es wird mich wahrscheinlich auch nicht über Jahrzehnte cachen, aber so ist es schon echt ganz geil. Ich denke mal, das wird jetzt immer von DLC zu DLC einmal durchgesuchtet und dann... Aber das ist halt, wenn es da jedes Mal 100 Stunden Spielzeit gibt, dann ist das auf jeden Fall lohnenswert. Aber ob ich bei jedem DLC dann die Lust habe, wenn ich nicht was anderes spiele? Nehmen wir mal an, ich spiele was anderes und dann kommt das DLC raus. Und dann... Ein oder zwei Wochen später ist es dann schon wieder verflogen. Das Spiel kam noch einer. Ob ich denn das starte, weiß ich nicht. Also. Das muss man dann sehen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall, also aktuell bin ich an dem Punkt, ich würde jetzt sagen, ich habe Icarus durchgespielt. Man kann jetzt halt nochmal so aus Fun die letzte Mission dann machen, dass man sich nochmal geil aufbaut und wirklich nochmal so ein paar Sachen ausprobiert, die man noch nicht gemacht hat. So einen Chemietisch, den großen Kühlschrank bauen, die große Fabrikator bauen, also da irgendwie noch gibt es noch ein paar andere Sachen, die man bauen kann, die man noch gar nicht gemacht hat.
Mal gucken, was da vielleicht noch kommt und so. Ja. Und, aber ich bin trotzdem hyped auf das nächste DLC. Also ich will wissen, wie es da weitergeht. Denke ich auch. Und ich bin auch mit einer Hoffnung, dass es halt noch viel, viel geiler werden kann, das Game. Weil halt einfach, sie haben schon gesagt, sie werden die Missionen anpassen, weil sie halt gemerkt haben, feedbackmäßig, dass die Missionen nicht optimal sind. Aber wieso spielt denn keiner der Entwickler 10 Minuten das Spiel und sieht, dass die Missionen komisch sind? Das verstehe ich nicht. Wie kann man das merken? Also nicht merken, meine ich. Wie muss, wieso von den muss man Entwicklern wird niemand 130 Stunden dieses Spiel spielen. Und mal ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn du nicht die 100 Stunden gespielt hast... Wie kriegst du gleich dieses Wort? Ja, wieso spielst du dein eigenes Spiel nicht? Der sieht es doch dann. Nein. Also wenn du das Spiel eine gewisse Zeit spielst, dann weißt du das, ja. Ja, also, aber du empfindest es doch anders wie zum Beispiel der Entwickler. Man weiß ja nicht, man müsste dann, bevor man das halt klarstellt, musstest du mit ihm sprechen und sagen, was habt ihr denn, wie empfindet ihr eure Mission, wie empfindet, oder was war euer Ziel damit? Und dann könntest du das vielleicht sagen, aber du weißt ja nicht, vielleicht wollten sie das in der Standardversion genau so haben und wir empfinden das einfach anders oder, weißt du, so. Ja, was, zwei ganz wichtige Sachen sind dabei. Nummer eins, der Entwickler, der wird nicht 130 Stunden wie ein Gamer, es sei denn, er ist zufällig auch ein Gamer, wird er nicht da reinsetzen. Der wird sich das vielleicht 20 Stunden angucken. Und außerdem kennt er alles. Ja. Das ist das ganz, ganz große zweite Problem. Er kennt alles. Wenn du, gehst ja schon bei Texten schreiben. Schreib mal einen Text und versuch den dann selbst Korrektur zu lesen. So schwer. Du gibst den danach jemand alles. Anderes und der findet 10 Fehler. Egal wie gut du Korrektur liest bei dir selber, der andere wird 10 Fehler finden, weil du einfach selbst nicht nochmal das Wort anguckst, wo du dir sicher bist, dass es richtig ist. Du überfliegst es nur. Ja. Genau. Und das ist einfach, da muss man halt gute Tester haben. Da braucht man wirklich gute Tester. Und da ist halt auch wieder das, was Neo meint. Gibt es nicht so interne 50 Tester, so Freunde oder, ja, oder doch, so genannte interne Gruppe? Doch, ja, schon. Oder Kollegen, aber, Freunde, beste Freunde, weiß ich nicht, irgendwie muss der das doch haben. Dadurch. Du glaubst doch aber nicht, dass die sich da hinsetzen, so wie ihr, und spielen das jetzt an einer Mission 5 oder 7, 8, 9 Stunden detailliert, das tun die nicht. Die überfliegen das. Nee. Tun die das nicht so sagen, hey, du spielst das Spiel langsam, du rushst. Verschiedene Szenarien. Nein, kannst du nicht. Das Problem ist an dem Punkt die Struktur von dem Job. Das ist ein Job. Der Job wird bezahlt. Und du wirst nicht dafür bezahlt, 150 Stunden zu spielen, wenn du es auch in 50 Stunden schaffen kannst. Richtig. Und wenn sie gute Qualität haben wollen, sagen sie vielleicht noch, lass dir 70 oder 100 Stunden dafür Zeit. Aber wenn du 150 Stunden dafür brauchst, um das Spiel überhaupt erstmal wenn du jede Mission vernünftig durchspielst, brauchst du 150 Stunden. Und dann hast du jede Mission einmal gespielt. Dann hast du nicht jede Mission einmal auf jede Art und Weise gespielt. Du kannst jede Mission theoretisch durchraschen, du kannst jede Mission dolle aufbauen. Und das ist so ein Riesenaufwand, das zu testen. Darum sind die Spiele eigentlich auch so wirklich wertvoll, wenn sie gutes Feedback liefern. Richtig. Liefern sie nur leider. Beta, halt normalerweise war früher immer. Darum Early Access, oder? Geschlossene Beta. Nein. Du hast früher, eigentlich ist es so, du hast als Entwickler, die legen ja eine Zeit fest. Die legen eine Zeit fest, wie lange das Spiel dich unterhalten soll. So, danach wird auch getestet. So, die sagen jetzt zum Beispiel, die wollen dich 60 Stunden unterhalten, dann ist das Budget erst, also dann ist das Geld wert. So, das testen die. Gucken, funktioniert halbwegs. Dann gehen die in die Alpha. Dann wird es getestet. Ob geschlossen, ob jetzt von denen selbst ausgesucht. Dann hast du deine Beta, die geschlossene meistens. Und dann hast du die normale Open Beta. Und dann geht's ja eigentlich raus. Dieses Early Access ist eigentlich nichts anderes wie eine Beta, die ich verkaufe. Das hat sich irgendwann eingeschlichen, das ist einfach nur Leuteverarschung gewesen. Das hast du bei PUBG ganz deutlich gesehen. Die geben ein Spiel raus, was absolut so gut wie gar nicht läuft. Die Leute haben, manche haben dafür bezahlt und dann ist es gut. Aber eigentlich war früher die Community der beste Tester. Und das ist leider Gottes nicht mehr so. Leider Gottes, hat das halt nachgelassen. Aber verarsche würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, heutzutage Early Access. Und manche bringen das Spiel raus und entwickeln das schon weiter, währenddessen und auch schon auf Feedback der
Early Access kann man halt auch so ein bisschen mit Crowdfunding und so vergleichen, ne? Ist ja, genau, halt genau. So ein kleines bisschen dieses, wir kriegen bereits Geld und können deswegen anders entwickeln, als wenn wir jetzt erstmal entwickeln müssten und dann unser Geld kriegen. Also wenn es fertig gemacht wird, habe ich da auch nichts gegen, ja, aber die Spiele sind unfertig halt, geblieben. Ja. Es ist so. Halt so eine Early Access Flut geworden. Es gab halt ein, zwei Leute, die das dann angefangen haben und dann hat das jeder gemacht und da waren halt viele schwarze Schafe dabei, aber es sind halt auch viele geile Sachen. Ich hatte gestern ein paar Mal das Beispiel Satisfactory genannt. Ist halt ein mega gutes Early Access Game. Also richtig gut. Eines der besten Early Access Games, würde ich sagen. Ja, das ist wahrscheinlich, sind das aber auch immer wirklich kleine Entwickler, die das noch ernst nehmen. Aber die größere. Ist das nicht einfach nur Factorian First Person Satisfactory? Ja, so ein bisschen, ja. Das gab es aber zuerst nur bei Epic, oder? Genau, das war ursprünglich nur Epic und dann da haben sie mir geholt, noch nie gespielt. Steam rausgebracht. Ich hab das auf Epic. Und damals gekauft für 20 Euro oder so. Und bei dem Game ist es auch so, dass halt wirklich nahezu alles, was man irgendwie als Spieler so, das braucht das Game noch, wird irgendwann früher oder später in diesem Spiel sein, weil es einfach genau das ist. Dieses Spiel wird so gemacht, dass es genau das braucht oder das kriegt, was es braucht. Züge, Signale sind alles reingekommen. Fluids. Ja, wenn das mal alle so sehen würden, alle Hersteller, das wäre schon geil. Ja, das ist auch ein krasses positives Beispiel, halt wie schon gestern auch gesagt, mit wöchentlichen im Stream, mit den Community-Managern, wo die auf den Chat eingehen, also wirklich auf die Leute eingehen, nicht einfach nur dieses typische Chat fragt oder irgendjemand fragt halt, wie ist es denn mit dem und dem Punkt, wie sieht's denn da aus? Und dann kommt halt so eine Larifari-Antwort wie, ja, darüber müssen wir uns mal beraten, oder das ist schon irgendwo in der, oder das könnte vielleicht kommen, aber wir können da noch nichts bestätigen, sondern das ist halt wirklich, das kommt nicht, das wissen wir vielleicht wirklich noch nicht, darüber besprechen wir uns gerade und so weiter, also ist halt wirklich geil gemacht. Ja, vor allen Dingen, wenn du so eine Community-Manager hast, die wirklich Gas geben oder die auch Bock haben, dann kannst du auch wieder was erreichen, ne? Das ist halt so ein, ja, das ist halt, wie gehe ich mittlerweile mit der aktuellen Marktsituation um? Und die Community hat sich nochmal verändert. Dementsprechend, wenn du mit der Community kommunizierst, dann kann das halt auch funktionieren. Weil dann kannst du Kritik ja auch ausfiltern, ne? Dann kannst du halt sagen, okay, du willst, dass ich ein Spiel verändere, das will ich nicht. Und du möchtest eine Verbesserung für dieses Spiel, damit die Qualität besser wird. Das wollen wir. Das finde ich schon ganz geil. Und was man auch noch sagen muss, es ist halt auch noch ein Riesenunterschied, was für ein Spiel du machst. Wenn du mal überlegst, Vergleich, Factorio, Satisfactory, Strategiespiele versus Shooter. Ja. Da stehen ja ganz andere Communities dahinter und du merkst das auch extrem beim Feedback und bei den Reddit-Foren und so. Wenn du mal so, ja, Satisfactory, Factorio, Anno, halt all solche, ich sag mal, ruhigen Spiele, dir anguckst, da ist halt konstruktive, meistens konstruktive, ruhige, sachliche Kritik. Desto weiter du ins Action- und Shooter-Bereich kommst, ja, desto mehr ist es, dass es aggressiv, overhyped, irgendwelche Parolen, irgendwas niveaulos reingebrüllt, also niveaulos, genau. Das ist halt richtig krasser Unterschied und das merkst du auch hier schon. Icarus ist noch nicht das Ober-Shooter-Game, aber schon etwas mehr Action als so ein Strategiespiel. Und du merkst das auch im Forum. Da ist viel mehr Bewegung drin als in einem einfachen Strategiespiel. Naja, die Dynamik entwickelt sich mit dem Game, das stimmt schon. Dadurch haben es auch so Strategiespiele und so Aufbauspiele haben es deutlich einfacher, was so Feedback angeht. Tja, leider. So. So, meine Lieben, ich mach mal 10 Minuten Pause. Ich weiß nicht, soll ich hier drinnen bleiben oder einfach rausgehen? So, ich muss mal, weil Frauchen kommt gleich nach Hause und kriege aufs Maul, wenn ich hier sitze. Ich weiß ja nicht, was wollen wir jetzt noch machen? Ich würde jetzt einfach überlegen, ob ich schlafe. Wenn du mitspielst, kannst du bleiben. Wenn du nicht mitspielst, einfach weiter zuschauen. So, es ist nur für Spieler hier aktiv. Ja, gut, dann. Sonst ist es halt schwierig mit dem Reden hier immer wieder. Nee, alles gut. Dann gehe ich erstmal raus und später dann, wenn dann Zeit ist und ihr habt Bock und ich kann mal eine Runde mitreden, wäre cool. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ja, klar. Klar, sicher. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht mit euch. Ja, danke für deine Meinung, danke für deinen Aufklär, was die Statik und so angeht.
Ich hoffe, jetzt ist Alles Jero klar. zufrieden. Ja. Und danke für das Probier's Gespräch. War nice. Alles klar, ja. Dann bis später. Bis später. Danke. Ciao. Tschüss. Also das, was hier der gemacht hat im Video, habe ich so ein bisschen durchgescrollt, ist eigentlich okay, ist vernünftig. Auch das, was er umstellt, diese Disable Fullscreen Optimizations und die ganzen Sachen auch hier noch ein bisschen rumfummelt da, das ist gut. Ich verstehe auch, warum er das macht, das ist okay, das ist sehr geil. Das gefällt mir. Ich dachte, es ist nur so stupide, irgendwie was so blöd, aber das ist echt sehr detailliert und auch macht auch Sinn. Fand ich auch sehr gut. Weil ich habe auch Sachen so selber Ahnung. So umgestellt schon. Weil ich hardware-technisch bzw. so Windows-technisch nicht so auf dem Stand bin. Aber ich habe halt mal das, wo ich sagen konnte, okay, das ist sinnvoll, habe ich mal mitgemacht. Ja. Das mit dem Einstellen auf Ding, das ist nicht. Das ist ganz gut hier. Aber ich habe auch mal meine Festplatten aufgeräumt. Das war zwar nicht viel, weil die noch relativ neu sind, aber trotzdem ein paar MB gewesen, die da runtergeflogen sind. Hab die irgendwelche Optimierungen da eingeschaltet, hab nochmal geguckt, ob halt auch dieses Xbox deaktiviert war, was deaktiviert war, glaube ich. Nee, das war gar nicht deaktiviert, aber dieses Shadowplay war deaktiviert. Habe ich zum Glück nicht drauf. Und, ja, dadurch ist halt vieles nochmal bestimmt 1-2% besser geworden. Ja. Manchmal reicht das ja schon, dass das alles funktioniert. Alright. Ja, cool. Ja. Hat's besser gemacht. So. Du willst jetzt noch eine Mission machen. Na klar. Okay. Rein da. Ich würde einfach mitmachen und eventuell schlafe ich nebenbei ein. Ja, das sind wir nicht anders gewohnt von dir. Volles Stück. Ja. Aber ich find's geil, dass wir auch immer wieder so Talks haben. Das haben wir früher immer mal wieder gehabt, aber in letzter Zeit seltener, denn es war immer nur noch praktisch wegen diesem ganzen WoW-Gestuff, dass wir jetzt auch ein paar Leute gefunden haben, die auch wirklich sinnvolle Argumente bringen, dass wir uns richtig unterhalten können drüber. Auch wenn ich jetzt nicht so viel gesagt habe, weil ich gegessen habe, wir haben ja gestern schon darüber geredet, haben es heute teilweise nur wiederholt oder ein bisschen vertieft, das finde ich sehr, sehr geil. Macht auch Spaß zuzuhören. Solche Sachen zu reden oder diskutieren, das ist, wenn man da Leute hat, die gut argumentieren können, dann ist das immer geil. Und auch wenn man sich nicht direkt einig ist, und auch akzeptiert die Meinung des anderen und nicht gleich sich in die Haare kommt. Weil wenn ich sage A, du sagst B und dann prügeln wir uns nicht, sondern jeder tut so ein bisschen was dazu sagen, denkt sich, okay, vielleicht hat er recht oder auch nicht. Oder man muss ja die Meinung des anderen nicht annehmen, sondern man sagt, schmeißt ihn in den Ring und fertig. Haben wir alle irgendwie recht gehabt. Ist ja nicht so, dass wir jetzt nur, weil wir unterschiedliche Meinungen haben, einer Unrecht haben. Ja. Ich mute die Leute einfach. Und ich wieso, ich ja, sprich jetzt noch einer außer wir? Nee, oder? Was? Okay. Nee, noch. Ah ja. Ja, das ist cool. Ich werde jetzt mir noch einen neuen Charakter erstellen. Oh nee, again? Ja, das ist jetzt der Multi. Are you serious? Ja, die Frage ist, wie nenne ich den? Habt ihr einen guten Namen? Also, wir müssen auf jeden Fall eine Mission machen, die 275. Seriously, Kredit. Wegen Zero. Zero, oder? Zero-esli. Zero-esli. Warte mal, Zero-esli. Vielleicht. Wie viel gibt die Mission? Was? Ich schalte mal hier um auf dein Screen. Hier. Ja, hier bist du. Fuffi, ich muss dich mal kurz wieder unmuten. Was sagst du? Ich war gerade laut, was? Ja, ist gut. Ich habe eh nicht mit dir geredet. Finde ich gut. Besser Mission, ist das. Welche Mission machen wir? Kriegt die 275 Credits? So, meinst du? Ich weiß nicht, wie viel sie gibt. Habe nicht geschaut, sorry. Sie ist 350 nicht. Waren das, glaube ich. Zero. 350, oh, dann rein. Zero ist ja der Name, ey. Zero, Asli, ja, Zero. Ja. Ja, das sieht sehr aus. Einfach O, ist das O weg. Seriously. Ohne U. Seriously. Ist O weg. Zero und Asli. Seriously. Dann nehme ich einfach Zero. Ja, Zero-sli. Easy. Ja, seriously. Okay. Ja. Sieht entspannt aus. Das okay. U ist halt. Ja, klar nach der Aussprache, aber du sprichst es ja auch nicht so aus, weil das ist ja Zero. Sollte deinen Namen repräsentieren. Ja, sexy. Ja. Gut. Ja. Ah, dann. Haben wir das auch geschafft. Kriegt der wenigstens ein bisschen Equip oder muss der jetzt hier wie so ein armer Schlucker? Der wird ausgerüstet. Der kriegt den Anzug. Ich warte jetzt hier noch, bis Gex 2 da ist. Aber der Gex, der ist nur dabei, sich sein Wand zu stopfen. Der hostet schon.
Ich bin aktiv, das siehst du gerade nicht. Ich mache immer alles. Der Host ist schon, ich sehe doch kein Spiel. Ich stehe hier nicht nur rum. Mal guck mal, alles lädt, der lädt da rein, der macht dies, der macht das. Mhm. So. Frech. Frech. Aber ganz frech. Also soll ich dann mit dem anderen 24/7 hosten oder was? Das Spiel. Ah, jetzt können wir rein, oder was? Wenn oder ihr... Das ist schon wieder Gags TV. Ist doch richtig. Es ist GagTV 1, GagTV 2 gibt es. Aber du joinst ja GagTV 1, weil wir befreundet sind. Ah. Ja, ja, ich verstehe. GagTV 2 ist dort. Die gibt nur 150. Den hast du ja nicht. Der Liste. Aber ist auch egal. Die gibt nur 150. So, ich glaube, das ist meine Ausrüstung. So eine Billig-Mission. Ui. Irgendwas klappert hier. Das ist dein Haus, was du mal komisch baust. Ja. Ey. Untersuche Absturzstelle Alpha. Mach ja. Die Folge. Ja. Ja. Lol, mach ja keinen Staub, was ist mit dir? Wir sind in der Wüste. Wo ist denn der andere hier? Ich finde gar keinen Gags TV 2. Jetzt muss ich, glaube ich, Meter bewegen, oder wieder? Jetzt ist er da. Wo ist denn der? Hier, rot. Hey, das bist doch du. Ach, da. Lol, eure Cups sind nebeneinander, nur meines extra. Da ist er. Untersuchabschlussstelle, okay. Sammle verloren gegangenen Komponenten des Prototyps. Geil. Das macht dann auch schon Sinn, die Mission jetzt hier, finde ich. So. Okay, ich habe ihn ermordet. First Blood ist gegeben. Komm mal loslegen. Haben wir irgendwo Tiere? Noch. So. Muss irgendjemanden. Irgendwas meine ich besser. Achso, nee, ich fange mit der anderen Pike an, denn ich mag die jetzt nicht hergeben, die. So, los geht's. Hey Mann, jetzt schon wieder aufbauen. Was ist denn das für ein Spiel? Mann, das haben wir doch schon vorher gemacht, ey. Kann man nicht mal behalten, was man gebaut hat. Und noch das verdoppelt kriegen. Aber das ist wie Command & Conquer. Ach nur so. In der Ego-Perspektive. Hey, jetzt aus diesem, diesem Winkel zu betrachten, dass die. Ah, wow, stimmt, es macht jetzt wieder Spaß. Juhi, danke. Also diese Sichtweise, jetzt hat, ich habe nicht verstanden, habe ich vorher mal ein bisschen verwirrt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, läuft es mir ein. Komm, lass uns weiterspielen. Plötzlich macht es mir wieder Spaß. Ja. Es ist aber manchmal.